gleich. Fritz! Was machst du denn hier? Ich hab's einfach nicht mehr ohne dich ausgehalten. Deshalb bist du zurückgekommen? Ja, ich habe einen neuen Job in Hamburg gefunden. Wir können doch mal von vorn anfangen. Wir beide? Ja, wer denn sonst? Ja. Aber... Fritz, ich hab dich doch verlassen. Weil du nicht in Afrika bleiben wolltest. Und deswegen habe ich mir eine Arbeit hier gesucht. Warum hast du mir denn nichts davon gesagt? Weißt du, das war eine schwere Entscheidung für mich. Aber jetzt weiß ich, dass du mir wichtiger bist als alles andere. Ich liebe dich. Was ist denn? Freust du dich nicht? Silke. Fritz, ich glaube, du verstehst da irgendwas nicht so ganz. Ich liebe einen anderen. Das gibt's doch nicht. Du bist doch erst ein paar Monate hier. Ich kenne ihn schon länger. Wer ist es? Gerhard. Dieser tablettensüchtige Chirurg? Das war doch vorbei. Nein. Und außerdem ist er nicht mehr tablettensüchtig. Das ist doch kein Mann für dich. Wo ist er? Ich möchte ihm gerne mal sagen, was ich über ihn denke. Fritz, bitte. Bitte lass ihn in Ruhe, ja? Er hatte einen Herzanfall. Ach. Ist das ein Elend mit ihm? Magst du ihn eigentlich wirklich oder hast du nur Mitleid mit ihm? Ich habe mir neulich noch einmal die Urlaubsfilme angesehen. Es waren schon zwei großartige Jungs, die beiden. Nur gut, dass wir nicht in die Zukunft schauen können. Tja. Stell dir vor, du hättest das alles gewusst. Ist merkwürdig. Ich liebe beide gleich stark. Ja. Ich auch. Aber ich bin ihre Mutter. Aber dich verstehe ich nicht. Es war eine sehr schwere Zeit nach dem Unfall. Mit Klaus zusammen habe ich meinen Kummer besser verarbeiten können. Ach, er würde es nicht verkraften, wenn er erfährt, dass du und Klaus sein Kind erwarten. Ich weiß nicht. Achim ist immer realistisch gewesen und er hat Klaus sehr geliebt. Ja. Das ist wahr. Vielleicht kann ich mich auch nicht in eure Lage versetzen. Wir hoffen beide, dass er wieder zu sich kommt. Und was ist dann? Ich weiß es nicht. Niemand weiß, wie es ihm dann geht. Die Ärzte sind nicht sehr optimistisch und ich mag überhaupt nicht dran denken. Aber letztlich weißt du, dass er nicht mehr zu sich kommt, nicht wahr? Das Leben geht weiter, Alma.
nur das eine. Gabi? Hallo. Geht's dir? Gut. Danke für deinen Brief. Hast du meine Antwort schon gekriegt? Nein. Aber heute Morgen war mein Briefkasten aufgebrochen. War dein Brief vielleicht da drin? Ich habe ihn gestern Abend reingesteckt. Ist er geklaut? Oh Mist. Macht nichts. Ich kann dir die Antwort ja auch erzählen. Soll ich heute Abend vorbeikommen? Heute Abend nicht. Wie wär's denn morgen? Gut. Gegen Nacht. Sind Sie Gerhard Attenhofer? Ja. Und wer sind Sie? Fritz Messing, Silkes Freund. Ist was mit Silke? Stellen Sie sich nicht so dumm. Sie wissen genau, dass sie mich heiraten wollte, sobald sie mit der Ausbildung fertig ist. Sie sind dieser Arzt aus Afrika. Und Sie sind dieser Chirurg, der versucht hat, sich hinter meinem Rücken an Sie heranzumachen, dieser Pillenschlucker. Also erstens schlucke ich keine Pillen mehr und zweitens habe ich mich nicht an Silke rangemacht. Sie hat mir helfen wollen. Offenbar hat sie eine Schwäche für arme Schweine. Wenn Sie mich bloß beleidigen wollen, dann gehen Sie jetzt besser. Schonen Sie Ihr Herz. Ich verstehe wirklich nicht, was sie an Ihnen findet. Silke liebt mich. Das glauben Sie. Nur jetzt, wo ich wieder da bin, da braucht sie sie nicht mehr. Außer Verstopfung und Müdigkeit keine weiteren Beschwerden, aber der überweisende Hausarzt hat eine auffällige EKG-Veränderung festgestellt. Typisch wofür? Für Hypokaliämie. Sie hat auch herabgesetzte Reflexe, wird ja auch ins Krankheitsbild passen. Ja, und was schlägst du vor? Serum-Kalium-Bestimmung und eine Kalium-Clearance. Ich habe den Verdacht, dass sie zu viel Abführmittel nimmt. In Ordnung. Aber denk auch an eine eventuelle Leberzirrhose und Entwässerungsmittel, ja? Ja. Ach, hallo. Schwester Marion, ich habe hier die Laborbefunde von Herrn Schäfer. Kommen Sie mit? Das hast du im Restaurant auch immer so schön gemacht, die Blumen. Wie geht's den Kindern? Ausgezeichnet. Sie fragen ganz oft nach dir und ich glaube, jetzt malen sie was für dich. Wann bringst du sie mit? Ganz bald. Aber sie müssen sich hier erst eingewöhnen und du solltest gesünder werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schäfer, Herr Schäfer. Wissen Sie schon was? Ja, wir haben jetzt alle Resultate der Blutuntersuchung. Krebs, oder? Nein, ich kann Sie beruhigen. Sie haben eine Hyperthyreose. Das heißt, Ihr Körper produziert zu viel Schilddrüsenhormon und das beeinflusst die anderen Organe. Siehste. Ist das heilbar? Wir können das zunächst einmal recht gut mit Medikamenten regulieren. Danach überlegen wir uns dann, ob wir möglicherweise einen Teil der Schilddrüse operativ entfernen. Sie könnten dann beschwerdefrei leben. Es ist nichts Schlimmes. Aber wie kommt denn sowas? Tja. Wenn man das wüsste. Ich persönlich glaube, dass die Psyche da eine ganz große Rolle spielt. Ja. Nur mal ein Nervenbündel. Ja, und nicht ohne Grund. Der Bruder im Koma, das Restaurant verkauft, ein neues Haus und ein völlig neuer Start. Vor einem halben Jahr habe ich geglaubt, alles schaffen zu können. Und jetzt fühlen Sie sich Ihrem Bruder gegenüber schuldig? Dazu gibt's überhaupt keine Veranlassung. Jetzt wirst du erstmal wieder gesund. Hm? Ja, und davon können wir mit Sicherheit ausgehen. Schöne Blumen sind das. Was
Hast du immer noch Zweifel, ob wir alles richtig gemacht haben? Es geht mir manchmal genauso. Dann denke ich, dass ich dich nur als Ersatz wollte, um Achim festzuhalten. Ja, das denke ich auch oft. Achim war immer der Macher. Und ich lief ihm nur hinterher. Liebst du mich? Ja. Meine Liebe zu dir wird immer stärker. Und das ist das Wichtigste. Jetzt hör auf, dich zu verurteilen. Du kannst nichts dafür. Unser Leben ist nun mal so gelaufen und wir versuchen, das Beste draus zu machen. Wir zwei bekommen ein Kind. Schon, aber... Kein Aber, Klaus. Das bringt uns auch nichts. Ich habe mich blöd benommen. Aber du weißt ja, wie Idealisten sind. Sie blicken in die Zukunft, aber sehen nicht, was um sie herum passiert. Ich werde nie vergessen, was wir zusammen erlebt haben, Fritz. Ich fühle mich betrogen. Es hat auch nicht mehr geklappt mit uns beiden. Das weißt du doch selber. Fühlst du denn gar nichts mehr für mich? Fritz, du bist mein bester Freund. Ja. Aber lieben tust du Gerhard. Warum hast du das nicht gesagt, als du nach Deutschland zurückgegangen bist? Ich wollte dir nicht wehtun, du warst so glücklich in Afrika. Und außerdem hatte ich das Gefühl, du brauchst mich gar nicht mehr. Jetzt schon. Ich habe mich sogar schon nach einer Wohnung für uns beide umgeschaut. Kommst du nicht mehr zu mir zurück? Es tut mir leid. Was soll ich jetzt tun? Mama, wir wollten noch in die Stadt gehen. Hast du das vergessen? Nein. Ich fühle mich nur heute nicht wohl. Macht es dir was aus, wenn wir ein anderes Mal gehen? Nein, natürlich nicht. Willst du auch rein? Nein, danke. Mama, du solltest auch nicht so viel trinken. Das ist nur wegen morgen, dann sehe ich deinen geliebten Vater wieder. Ja, ich weiß, Erscheidungstermin. Bist du nervös? Morgen wird einiges mal richtig geregelt werden.
Mama, und wenn es anders kommt, als du es dir erhoffst? Aber Papa überlässt auf jeden Fall das Haus. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ihr habt es gemeinsam gekauft. Dein Vater hat sich sowieso nie darum gekümmert. Außerdem wollte er weg von mir. Erwartest du wirklich eine Unterhaltszahlung? Ich habe ein Recht darauf. Schließlich waren wir über 30 Jahre verheiratet. Da kann er sich nicht einfach so davonstehlen. Mama, und wenn er dir nichts zu zahlen braucht? Du hast eigenes Vermögen. Sag bloß, du findest, dass ich keinen Anspruch darauf habe. Mama. Mama, bitte beruhig dich doch. Lass mich. Aber ich versuche doch nur, die Sache realistisch zu sehen. Ich habe mit jemandem von der Koma-Vereinigung gesprochen. Möchtest du nicht auch einmal mit den Leuten reden? Nein. Lieber nicht. Vielleicht würde es dir helfen. Nicht bei meiner Krankheit. Und Achim bekommen wir davon auch nicht zurück. Mir hat's geholfen. Was andere Leute denken, interessiert mich nicht. Mir geht's um Achim. Du wirst lernen müssen, dich mit dieser Situation abzufinden. Wär's nur umgekehrt gekommen. Wenn ich doch im Koma liegen würde. Ach, du glaubst, das hätte die Familie nicht durcheinander gebracht. Dir wär's doch auch lieber gewesen. Wie kommst du denn darauf? Achim ist doch immer dein Ein und Alles gewesen. Aber nicht mehr und nicht weniger als du. Ach, du hast ihn früher immer vorgezogen. Er war mir in allem überlegen. Gib's doch zu, Mutter. Du hast deinen Lieblingssohn verloren. Ich spüre das doch. Klaus, lass den uns. Du findest, dass all diese Leute aus Emden recht haben. Das hätte Achim nie gemacht. So denkst du doch auch darüber, du brauchst es gar nicht abzustreiten. Ich habe mich wie ein Schwein benommen. Das denkst du. Du nimmst es mir übel, dass ich noch lebe. So einfach.
Morgen, Vater. Ach, Marianne. Bist du auf dem Weg zum Gericht? Ja. Du, ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Vater, ich mache mir Sorgen um Mutter. Marianne, das ist nicht nötig. Sie behält ja das Haus. Bis auf einige persönliche Sachen von dir. Warum willst du ihr keinen Unterhalt zahlen? Ja, weil das nicht angemessen wäre. Deine Mutter kann sehr gut für sich selber sorgen. Es geht dir nicht um Angemessenheit. Sie will eine Art Genugtuung haben. Weil unsere Ehe vorbei ist? Wir haben uns nicht mehr geliebt, Marianne. Genugtuung, so ein Unsinn. Aber sie ist ganz allein auf sich gestellt. Selbst wenn deiner Mutter Unterhalt zugesprochen würde, wäre sie damit nicht zufrieden. Du hast doch alles, was du willst. Marianne, ich muss jetzt gehen, sonst komme ich noch zu spät. Wiedersehen. Wiedersehen, Vater. Achim ist 2 Jahre älter. Lebt Ihr Vater noch? Nein. Der ist gestorben, als ich 15 war. Und hat Achim damals die Vaterrolle übernommen? Ich glaube schon. Ja. Er hat immer für alles eine Lösung gewusst. Und das vermissen Sie jetzt? Am schlimmsten finde ich, dass er nur da liegt. Wie ein lebender Leichnam. Ich war heute Nacht bei ihm. Was hat er denn noch davon? Wissen Sie, als ich bei ihm stand, habe ich für einen Augenblick gewünscht, dass er tot wäre. Aber ich konnte es nicht. Sie wollten ihn? Ja. Ich habe schon häufiger daran gedacht. Ich habe auch einen Anwalt gefragt, welche Folgen das hätte. Könnten Sie denn mit dieser Tat leben? Ich weiß nicht. Ich bin froh, dass Sie es nicht getan haben. Das wäre Mord. Aber das ist doch auch kein Leben mehr für ihn. Können Sie die Situation nicht so annehmen, wie sie ist? Ich will ein normales Leben führen. Mit Isabelle und den Kindern. Und solange Achim so da liegt, geht das nicht. Aber Isabelle wird doch auch damit fertig. Und Sie haben selbst gesagt, dass Achim dafür Verständnis haben würde. Achim ist mein Bruder. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben. Und Sie würden es Ihr ganzes Leben bereuen, wenn Sie seinen Tod auf dem Gewissen hätten. Aber er ist schon tot. Dr. Löwitz hat gesagt, du möchtest Herrn Becker von Zimmer 18 heute noch besonders im Auge behalten. Er hat nämlich Schwierigkeiten mit seiner Infusion. Hm. Geh nach Haus. Innere Station Zöllner. Morgen. Tschüss. Gabi Dehler? Hallo? Wer spricht da bitte? Hallo? Aufgelegt. Das war doch bestimmt wieder dieses Arschloch. Perverses Schwein. Ich geh nicht mehr ans Telefon. Gestern Abend habe ich den Stecker rausgezogen. Wie, der hat dich ja schon zu Hause angerufen? Jetzt solltest du aber wirklich mal so langsam die Polizei einschalten. Das kann ich schon machen. Kannst du denn keine neue Telefonnummer bekommen? Ja, und hier? Er weiß doch, wo ich arbeite. Du, vielleicht hat Marion eine Idee. Genau. Ich werde sie mal fragen. Hm. Ach, lass sein. Sie macht sich schon genug Sorgen. Irgendwann wird das schon aufhören. Gut, die Standpunkte sind mir klar. Das Urteil lautet wie folgt. Die Parteien sind Deutsche und haben, wie im Urteilsspruch angegeben, geheiratet.
Die Antragstellerin beantragt, die Ehe der Parteien zu scheiden. Der Antragsgegner widersetzt sich dem Scheidungsbegehren nicht. Die Einkünfte der Klägerin sind derartig, dass sie im Sinne des Gesetzes nicht mittellos ist. Das gemeinsame Haus wird der Klägerin zugesprochen. Die finanziellen Verhältnisse der Parteien sind also gleichwertig. Im Namen des Volkes. Die am 3. Juli 1963 vor dem Standesamt in Düsseldorf geschlossene Ehe wird geschieden. Die Unterhaltsklage der Klägerin wird zurückgewiesen. Frau Himmel, der Versorgungsausgleich. Ich werde hier nicht mehr gebraucht. Jahre. Frau Himmel, dürfte ich Sie bitten? Herr Dr. Huber. Herr Vorsitzender, meine Mandantin wird nicht weiter an der Verhandlung teilnehmen. Was hat sie Ihnen gegeben? Unsere Heiratsurkunde. Dasselbe wie ich? Ich fürchte, ja. Könnte es nicht doch ein natürlicher Tod gewesen sein? Das ist gänzlich ausgeschlossen. Dann muss es Herr Schäfer gewesen sein. Oder seine Frau. Ach, dann müsste sie doch irgendjemand gesehen haben. Es muss Schäfer gewesen sein. Er kann unerkannt über die Flure laufen. Mal, Herr Bach, nicht so voreilig, ja? Nachts kann auch immer jemand beim Pförtner unbemerkt vorbeigehen. Der hockt doch ständig vor der Glotze. Herr Schäfer hat uns erzählt, dass er vorgestern kurz davor gewesen sei, seinen Bruder umzubringen. Na, das ist ja ein Ding. Weiß der Chef davon? Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, hat er gesagt. Also ich gehe sofort zu ihm. Kommen Sie mit, meine Herren. Entschuldigung. Kommst du, um dich zu verabschieden? Ja. Das habe ich mir gedacht. Was? Von dem Moment an, wo du mir erzählt hast, dass ihr wieder Kontakt miteinander hättet. Wovon redest du eigentlich? Ich habe euch gesehen. Im Garten. Gerhard Atten. Noch nie in meinem Leben bin ich solch einem hoffnungslosen Pessimisten begegnet. Was hast du dir denn jetzt schon wieder in den Kopf gesetzt? Kommst du, um Abschied zu nehmen, oder? Ja, weil du in die Reha-Klinik gehst. Nee, nicht weil... Sag mal, wofür hältst du mich eigentlich? Ich hab dich einmal verlassen. Meinst du, ich mach den Fehler nochmal? Das heißt also,
Du bleibst bei mir? Ja, klar! Mein Beileid zum Tod Ihres Mannes und Ihres Bruders. Danke. Weiß meine Mutter schon Bescheid? Ich habe sie angerufen. Ich habe gehört, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Wie unangenehm es auch sein mag, ich bin in einem solchen Fall leider gezwungen, die Polizei einzuschalten. Sie wird sicher eine Untersuchung durchführen. Ja, davon wollte ich Sie nur persönlich unterrichten. Bitte. Das ist eine leidige Angelegenheit. Haben Sie eine Ahnung, wie sowas passieren kann? Herr Schäfer sagte, er würde sich wünschen, dass sein Bruder tot sei. Vorgestern hätte ihn am liebsten selber umbringen wollen. Aber seine Frau hat genauso gute Gründe. Sie hat versucht, mit ihrem Schwager ein neues Leben anzufangen und muss nun zusehen, wie er daran zugrunde geht. Ja, aber halten Sie sie dazu fähig, Ihren eigenen Mann umzubringen? Ein Mensch ist zu allem fähig. Ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, den oder die Täter zu ermitteln. Ja, ja. Vollkommen recht, das ist Aufgabe der Polizei. Bekomme ich von Ihnen den Sterbebericht? So schnell wie möglich. Ja, bitte, und lassen Sie nichts an die Öffentlichkeit kommen, ja? Ja. Frau Himmel, es sieht schlecht aus. Aber greifen wir den Ereignissen nicht vor. Ich verstehe das alles nicht. Wie konnte das nur passieren, so plötzlich? Herr Lenz wird für bankrott erklärt. Sein Besitz ist schon beschlagnahmt. Aber es geht um mein Geld. Es wird noch untersucht, ob es sich um Betrug handelt. Das ist noch nicht klar. Mir ist das völlig klar. Der Mann ist pleite. Es ist nahezu sicher, dass Herr Lenz durch falsche Anlagen den größten Teil des ihm anvertrauten Kapitals verloren hat. Sie waren nicht sein einziger Kunde. Andere haben... Was scheren mich die anderen? Was Sie da sagen, ist doch nicht möglich. Der größte Teil war doch... in soliden Wertpapieren angelegt. Er scheint im großen Umfang Aktien verkauft zu haben und hat dann angefangen zu spekulieren. Sie haben ihm eine Vollmacht erteilt. Natürlich, ich habe dem Mann vertraut. Ich habe ihn engagiert, damit er diese Angelegenheiten für mich regelt. Lenz ist im Moment nicht zu erreichen. Was soll ich jetzt machen? Ich werde mich bemühen, zu retten, was noch zu retten ist. Frau Himmel, das versichere ich Ihnen. Nächste Woche erwarte ich die genauen Zahlen, dann wissen wir mehr. Und mein Haus. Sie kennen meine Lage. Werde ich das auch noch verlieren? Das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Das Problem ist, dass das Konkursverfahren noch längere Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Ich erwarte, dass Ihnen die liquiden Mittel ausgehen werden. Es tut mir leid, Frau Himmel, aber ich war der Meinung, Sie so schnell wie möglich hierüber unterrichten zu müssen. Ja, natürlich. Ich danke Ihnen. Weil ich etwas mehr weiß, lasse ich es Sie wissen. Wiedersehen, danke schön. Wiedersehen. Thank you.
Du denkst natürlich, dass ich es gemacht habe. Ich glaube nicht, dass du dazu fähig wärst. Wäre ich nicht. Woher willst du das wissen? Ich habe wohl mal daran gedacht. In den vergangenen Monaten. Mehrmals sogar. Noch vor kurzem. Wann? Ich hab's nicht getan. Was ist passiert? Ich hatte wieder das Gefühl, ihn ersticken zu müssen. Klaus. Aber ich hab's nicht getan. Wirklich nicht, Mutter, du musst mir glauben. Pflegeheim in Emden lassen müssen. Ja, Mutter. Ja, gut, wenn du meinst. Ich ruf dich noch mal an. Gut, tschüss. Tschüss. Deine Mutter? Ja. Sie kommen nicht mit. Ja, dann gehen wir mal alleine. Ich weiß nicht. Ihre Stimme klang so komisch. Sie ist in letzter Zeit so anders, Daniel. Sie hat eine Menge durchmachen müssen, Marianne. Ja. Die Scheidung. Seit dieser Zeit verkriecht sie sich total. Ja, es ist eine schwere Enttäuschung für sie. Aber ich meine, finanziell hat sie doch nichts zu befürchten, oder? Nein. Es geht nicht ums Geld. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass sie nicht in der Lage ist, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Ihre Ehe ist zu Ende. Damit wird sie sich abfinden müssen. Hey. Ich freue mich, dass Sie sich alle Zeit nehmen konnten. Familie Schäfer muss jeden Moment hier sein. Haben Sie denn den Fall schon angezeigt? Nein. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Guten Tag. Ich habe Sie aus zwei Gründen gebeten, hierher zu kommen. Zunächst möchte ich Ihnen das Ergebnis des medizinischen Gutachtens mitteilen. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Herr Schäfer aller Wahrscheinlichkeit nach durch Ersticken ums Leben gekommen ist. Ich werde also die Polizei einschalten müssen. Aber, und das ist der zweite Grund, würde ich es äußerst unangenehm finden, wenn dieser Fall an die Öffentlichkeit gelangen würde. In Anbetracht der Umstände kommt es mir auch gar nicht unwahrscheinlich vor, dass einer der Familienmitglieder es aus rein menschlichen Erwägungen getan haben könnte. Herr Schäfer, haben Sie nicht zumindest mit dem Gedanken gespielt? Herr Schäfer. Ich habe einige Male daran gedacht. Aber ich konnte es nicht. Sie waren am Abend bei Ihrem Bruder. Sind Sie dann vielleicht nachts noch einmal zu ihm gegangen? Nein.
Wirklich nicht. Ich hab's nicht getan. Achim ist mein Bruder. War einer von Ihnen gestern Abend bei Herrn Schäfer? Nein. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Frau Schäfer, wohnen Sie bei Ihrer Schwiegertochter zurzeit? Nein, in einem Hotel. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Wie spät bin ich weggegangen? Gegen 10:30, glaube ich. Es weiß also niemand, ob Sie dann noch zu Hause geblieben sind. Doch, meine Kinder, aber die haben natürlich schon geschlafen. Frau Schäfer, Sie müssen wissen, dass ich die Situation mit Achim völlig akzeptiert und zum Teil auch verarbeitet hatte. Achim wäre nicht mehr zu Bewusstsein gekommen, aber ich hätte ihn nicht umbringen können. Gibt es eine Möglichkeit, dass ein Außenstehender... Nein, das glaube ich nicht. Herr Schäfer? Ja, bitte? Nein, ich kenne niemanden, der das machen würde. Ja, dann bleibt also als einzige Möglichkeit, dass einer vom medizinischen Personal seine Hand im Spiel gehabt haben könnte. Es sei denn, also für das Personal lege ich meine Hand ins Feuer. Also steht bei Ihnen. Es wäre besser, wenn die Wahrheit jetzt und hier ans Licht käme. Ich habe es getan. Ich habe ihm ein Kissen ins Gesicht gedrückt. Ich habe ihm das Leben gegeben. Und ich habe es ihm wieder genommen. Es war das Beste. Ah, Nesrin. Wie geht's denn der Frau Meier? Die Kaliumclearance ist etwas erniedrigt, also erhöhter Kaliumverlust über den Darm. Sie nimmt seit längerer Zeit Laxantin. Mhm. Und das Serum Kalium? 2,5 Millival. Gut. Gut, dann werden wir ihr Kalium infundieren, 100 Millival über 24 Stunden. Und in 3 Tagen noch mal ein EKG? Mhm. Aber vergiss nicht den auslösenden Faktor. Sie muss unbedingt zur Diätberatung und keine Abführmittel mehr. Ich werde es ja sagen. Sag mal, was ist denn? Dreckschwein. Ist er von dem Mann aus dem Keller? Jetzt schreibt er mir Briefe, weil er mich nicht mehr ans Telefon kriegt. Ist doch krank, der Typ. Wenn ich den erwische. Er findet mich überall. Erst hat er angerufen. Und heute meinen Briefkasten aufgebrochen. Ja, warum hast du mir das nicht schon früher erzählt? So kann das doch nicht weitergehen. Der Kerl ist verrückt. Gabi, du musst ihn anzeigen.